heraus. Eine Legende, Ernst Mosch mit seinen Original-Egerländern. 12 Jahre machen wir jetzt den Musikantenstall. Du bist heute zum ersten Mal dabei. Ich habe ihm eines versprochen und das halte ich auch ein. Wir machen kein Interview, er will es nicht. Jetzt fangen das Reden, was ist los? Du weißt, dass ich das nicht gerne mag. Jetzt kommen immer dieselben Fragen. Warte, jetzt muss ich gehen, ich sehe da was. Geh mal mit der Kamera da runter, da liegt der Zehnerl. Ein Zehnerl in München. Ich meine, das gebe ich dann den Oberbürgermeister, der wird es brauchen, verstehst? Jui. Also über Ernst Mosch viel zu erzählen, das ist allen nach Athen zu bringen. Eines, glaube ich, aber wissen viele nicht. Du warst ja früher ein richtiger Jatzer, wie man sagt. Du warst, glaube ich, beim Edelhagen, ne? Nein, war bei Erwin Lehn. Bei Erwin Lehn und seinen Südfunk. Damals für diese Zeit sogenannter Jatzer, mehr Swingmusiker. Mhm. Ja, ich habe also den Swing geliebt. Big Band Swing. Also ich habe versprochen, wir machen kein Interview, gell? Nur damit Sie es wissen. Du redest aber ganz flott. Ja, ist in Ordnung. Sag mal, wieso sind wir eigentlich 12 Jahre nicht zusammengekommen? Ja, nun. Sagt jetzt ja auch nichts Gemeins, gell? Entweder lag es am Termin, oder lag es an dir, oder lag es an mir, keine Zeit, oder wie, was, wo. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir wieder schön Schmäh geführt, oder? Sag, Ernstl, wie ist es denn möglich? Ich meine, du bist über Jahre, jetzt 35 Jahre, bist du ein Klangkörper, den man in der Welt schätzt, den man lobt. Du bist immer nur mittendrin. Ich weiß, es ist viel Talent, es ist viel Können, also aber gut. Ich glaube, der Fleiß. Ha? Liebe zur Musik, hauptsächlich zu dieser Musik. Ich bin damit aufgewachsen. Sehr gute Titelauswahl, sehr gute Arrangeure, sehr gute Sängerin, die Helga Reichel. Und das Wichtigste, ein absolutes gutes Orchester. Denn ohne diese Herren wäre nichts gegangen.
Ja. Der bitte wieder umdrehen. Der bitte wieder umdrehen. Ach so, Entschuldigung. Ja, ja. Also, jetzt muss ich wirklich einmal, Sie sehen ja, wenn er dirigiert, da steht er da. Ich glaube, wenn du schimpfst mit deinen Leuten, was sagst du denn überhaupt? Gar nichts, das weiß ich selber nicht, was ich glaube. Nur, jetzt muss ich da ein Geheimnis verraten, jetzt wirst du gleich schimpfen. Ohne, dass er es weiß. Wir haben ihm ein Mikrofon raufgegeben, aber wenn er beim Dirigieren ist, vergisst er das. Deine ganzen Schimpfkanonaden, die haben wir jetzt über den Sender geschickt. Na, Servus, da wird's was erleben, mein Lieber. Na doch, jetzt kennt's ihn doch, jetzt habt ihr endlich einen Beweis, jetzt kennt ihr ihn klagen, das sag ich. Ernstl, er hat zu mir gesagt, reden wir nicht viel, die Leute wollen Musik hören und du hast recht. Du hast jetzt einen neuen Titel geschrieben, das heißt Jeden Tag. Die Tournee sollte man schon noch ansagen. Ich habe mir gedacht, du willst nichts sein mit mir. Ah, die Tournee, soll ich sie ansagen? Bitte. Aha, jetzt geht er auf Tournee da. Komm. Das hat er gesagt, soll ich schon sagen. Also gut. Geschäftlich, sagst du. Also am 2. Oktober gehen wir für 30 Tage auf Tournee. Wir kommen auch in das schöne Land Österreich, und zwar nach Wien, Innsbruck, Linz und Graz. Wir bereisen auch das erste Mal die neuen Bundesländer und natürlich bei uns. 23, 24 Städte. Beginnen ist in München am 2. Oktober. Ich würde mich freuen, alle, die hier sitzen, zu sehen. Applaus.